Tageslosung für heute steht in 5. Mose 28, Vers 12. Der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segne alle Werke deiner Hände. Was für ein Schatz, der hier dem Volk Israel zugesagt wird, nach der langen Wanderung durch die Wüste, kurz vorm Einzug in das versprochene Land. Gottes reicher Segen. Für das Land, also für die Versorgung mit Nahrung und auch für die Arbeit, die dazu notwendig ist. Zu biblischen Zeiten wurden auch Nachkommenschaft, Reichtum und Erfolg als reicher Segen Gottes angesehen. Warum auch nicht? Gott gießt seinen reichen Segen aus, damals über das Volk Israel und heute über uns. Ob uns das eigentlich bewusst ist? Ich glaube, zu Zeiten, als noch viel mehr Menschen in der Landwirtschaft arbeiteten oder zu Hause einen Garten hatten, aus dem sie sich selbst versorgten, war das den Menschen bewusster. Das Lied »Wir pflügen und wir streuen« liegt davon Zeugnis ab. Wachstum und Gedeihen stehen in des Himmels Hand. Und an manch altem Bauernhaus waren Fachwerk und Giebel mit Sprüchen verziert. Gott segne dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Oder an Gottes Segen ist alles gelegen. Aber ich beobachte auch, dass in unseren unsicheren Zeiten so einigen Menschen wieder bewusster wird, dass vieles nicht in unserer eigenen Hand liegt. Sie sind dankbar, dass sie in hohem Alter noch gesund sind und einigermaßen alleine zurechtkommen, dass wir in einem friedlichen Land leben, ohne Krieg und Verfolgung, dass sich die Sorgen im Rahmen halten. Und ja, ich höre dann auch immer mal wieder den Satz, was für ein Segen. Ob diese Menschen das immer mit Gott in Verbindung bringen, ich weiß es nicht. Aber für mich zeigt sich darin Gottes segensreiches Handeln. Gottes Segen, ein wahrhaft großer Schatz. Vielleicht sogar der größte überhaupt.